In London besuchte ich meinen Kameraden Cafiero, der schon während des letzten Kongresses bei strittigen Diskussionen große Erregbarkeit gezeigt hatte. Cafiero unterbrach damals ein Gespräch mit der Aufforderung, die Mauern von den Nachbarhäusern anbohrten. Er bildete sich ein, dass Drähte aus Italien in seinem Zimmer verborgen waren, um seine Gespräche aufzufangen. Außerdem wollte er kein Tageslicht in sein Zimmer lassen. Ich will kein Licht. Ich bin lieber im Dunkeln. Licht ist kostbar. Ich spare das Licht für die anderen. Früher haben sie begriffen und ich konnte die Vorhänge schließen. Aber jetzt haben sie die Vorhänge weggenommen. Wohin gehen all die Menschen, die jedes Jahr verschwinden? Ich werde eine Expedition zum Nordpol machen, um das Maul der Erde zu finden. Wo sind all die schönen Menschen, die es vorgezogen haben, der Welt zu entrinnen? Sie warten im Zentrum der Erde, bis alles noch schlimmer geworden ist. Wir tun sehr viel für Sie. Wir haben ein neues Haus für Arbeiter, für unsere Versammlungen. Die Arbeiter kommen und lernen Sprachen. Lernen. Wir warten ab. Eines Tages werden auch die anderen zu uns kommen. Der Hut von Bakunin. Der Schuft hat ihn bei mir liegen lassen mit einer Rechnung drin für Sonnenblumen. Er konnte sie selbst nicht bezahlen. Du, Malatester, hast 10 Jahre im Gefängnis gesessen. Die Geschworenen hätten dich nie verurteilt. Deswegen haben sie dich auf deinen Prozess warten lassen. Die Geschworenen haben gewusst, dass der einzige ehrliche Mensch im Gericht sein Malatester heißt. Ich habe keine Geschworenen. Ich habe Kurfuscher. Sie sehen immer krank um sich. Deshalb glauben Sie, dass ich auch krank bin. Ich werde mit Ihnen sprechen. Vielleicht kann ich etwas für dich tun. Wie gefällt dir mein Spiegel? Sie haben ihn weggenommen? Ja. Die Ringe sind Gedanken. Nein, die Ringe sind Ringe. Das ist unfair, Perico. Wenn du sagst, ich bin ein Anarchist, du bist ein Anarchist, sie ist ein Anarchist, das ist Konformismus. Das ist der Tod. Nenn dich Stuhl, Bleistift, Spiegel, aber niemals Anarchist. Wir haben keine Zeit, über Worte zu streiten. Du musst dir das vorstellen. Ständig ausgebeutet. Sie sprechen nicht Englisch. Die wenigsten bekommen Arbeit, sich zu organisieren. Wird ihnen helfen. Die Organisation wird ihre Vision ersticken. Madame Curie hat mir gesagt, wenn du etwas besitzt, wenn du irgendetwas besitzt, wird es durch die Tatsache des Besitzens radioaktiv. Carlo, du hast großartige Träume. Du kannst Gebrauch davon machen. Das werde ich tun. Das werde ich bestimmt tun.